Hi liebe Boomer und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Boom Beach Extreme. Und ja, dieses Video ist so etwas von Extreme, denn endlich ist es soweit. Wir haben lange drauf gewartet, aber dieser Asiate ist der Erstbeste der Welt. Nummer 1 global von ganz Boom Beach mit 2147 Siegespunkten WTF. Seine Laserstrahler mit plus 48.000 Trefferpunkten und plus 99 zusätzlichem Schaden. Ein außergewöhnliches Layout, was ihm mit Sicherheit Platz 1 auf der Weltrangliste beschert. Hier sehen wir ihn nochmal ganz genau. 2147, aktuell der Beste der ganzen Welt von Boom Beach. Und diesen Gegner werde ich Darth Bane für euch jetzt nun eliminieren. Dabei die Meisterwerke und ein Wächter nur geboostet, alles andere bleibt erstmal außen vor. Achtung, einmal hergehört, es haben von euch nur 38,8% diesem Kanal ein Abo geschenkt. Falls also genau du zu den 61% gehören solltest, drücke doch bitte jetzt mit deinem Finger oder mit der Maus auf Abonnieren und sei ein Teil unserer Community. Danke dir! 6 Kanoniere, 2 Sanitäter und Bullet machen sich bereit für die Zerstörung des Erstbesten global. Den machen wir platt in 3, in 2, in 1. Let's go! Wir gehen höchstwahrscheinlich über die linke Flanke, von daher sollten wir seinen rechten Laserstrahler außer Gefecht setzen. Also, 1, 2, 3 Bombardement, 1, 2, 3, 4 Artillerie. Und weg ist der Gute. Bullet, ab in die Boom-Mine mit dir. Und jetzt dürfen sich die anderen Truppen zu ihm gesellen. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob wir diesen extrem overpowerten Gegner besiegen können. Und die eine Boom-Kanone da ist noch sehr, sehr gefährlich positioniert. Ja, man sieht es. Hoffentlich fällt sie sehr, sehr schnell. Nochmal einmal kann sie höchstwahrscheinlich unseren Kanonier eliminieren. Nein, konnte sie nicht mehr. Okay, das war jetzt Glück. Und ich versuche auch, ihn ohne dem Temposerum zu eliminieren. Nicht, dass ihr nachher sagen könnt, ja, Darth Bane hat nur gewonnen, weil er das Temposerum benutzt hat. Nein, so ja wohl nicht. Wenn, dann schon richtig gewinnen. Und bisher sieht es ganz gut aus. Wir warten mal ab. Ja, ich hab's noch gerade gesagt, das war jetzt absolut zerstörerisch. Der Raketenwerfer hat uns da sehr, sehr viele Kanoniere weggeschossen. Wir haben aktuell jetzt nur noch 7 Stück. Hui. Die Kombination an Minen war da doch etwas gefährlicher, als ich erwartet habe. Na gut, jetzt muss Bullet halt regeln. Er muss lang genug durchhalten und WTF, unser Kanonier fast mit einem einzigen Schuss eliminiert. Also wenn wir gewinnen wollen, dann sollten wir auf jeden Fall seinen Laserstrahler weghauen, denn ansonsten wird das nichts. Der Kanonier noch schön in die Schockmine. So macht ihr das brav. Oh Junge. Ja, geht mal von dem MG weg. Dann den Täter. Okay, einer geht bei drauf. Ja, der eine kümmert sich um den Schockwerfer gar nicht mal so. Ja, der nächste Sanitäter geht sofort ins MG, übernimmt die Position von dem anderen Sanitäter. Man kennt es, diese Intelligenz. So, jetzt aber keiner mehr. Und jetzt müssen wir warten. Schaffen wir das? Werden die Kanoniere den Schild down bekommen? Oder wird Bullet bei drauf gehen und wir insgesamt fallen? Das Gute ist, ein Ehrenkanonier gönnt sich da die Boomkanone. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und hier können wir jetzt einfach eine Rauchwand setzen. Da sind unsere Sanitäter nämlich safe. Tja, und jetzt heißt es wohl, Kanoniere durchhalten. Ihr schafft das, Jungs. Ihr könnt das schaffen. Wir machen den Erstbesten der Welt platt. Ihr lasst euch doch nicht unterkriegen, oder Kanoniere? 7 stolze Krieger sind noch da. Wir kriegen massiven Schaden, aber ein einziger Raketenwerfer-Salve reicht nicht. Und das ist der endgültige Sieg. Bam! Auseinandergenommen, der erstbeste Spieler von Boom Beach beim allerersten Versuch. Ihr habt es gesehen, da war noch kein Versuch am Stehen. Das war der First Angriff. Und WTF, was hat der da rausgedroppt? Waren das im Ernst 3 Kristalle? WTF, 3 grüne Lebenskristalle, absolut overpowered, 13 Kanoniere, 7 Sanitäter, aber absolut gerechtfertigt für den erstbesten global.
So, liebe Boomer, mehr kann ich euch nicht bieten, als den erstbesten Spieler der Welt zu eliminieren. Wenn das kein Daumen nach oben und vor allen Dingen ein Abo wert ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Wenn du jetzt noch die Plünderung des zweitbesten Spielers von Bumi sehen willst, dann klicke links. Klicke rechts und du gelangst zur doppelten Gefahr, der schwersten Operation überhaupt. Und mit einem Klick auf die Mitte abonnierst du diesen Kanal, was mich riesig freuen würde. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu einer nächsten Episode von Boom Beach Extreme. Ciao.